Am Samstag, der 4. Dezember, eröffnet an der Hauptstrasse 75 in Asch ein spezieller Käseladen, der Veggie-Käse. Was steckt hinter diesem Namen? Hinter dem Veggie-Käse versteckt sich eigentlich der Name vegetarischer Käse. Jetzt könnten sich viele fragen, ist der Käse sowieso nicht vegetarisch? Das ist nicht, weil es kommt auf die Herstellung drauf an. Käse kann mit tierischem Lab oder mikrobiellem Lab bzw. mit pflanzlichem Lab hergestellt werden. Und unser gesamtes Käsesortiment wird ausschließlich mit dem mikrobiellen oder pflanzlichem Lab hergestellt. Deswegen ist es auch für die vegetarische Ernährung geeignet. Jedoch muss man auch sehen, dass es in der Region keine Laden gibt, die ausschließlich vegetarischen Käse anbietet. Man muss auch erwähnen, dass wir von 7 verschiedenen Kantonen unseren Käse beziehen. Und diese Käsesorten gibt es nicht gerade im Grosshandel. Somit haben auch unsere Kundschaft die Möglichkeit, von diesen 7 verschiedenen Kantonen eine Käsesorte zu probieren, die sie so gerade nicht bekommen. Und wir bekommen ja auch es direkt als Leibkäse. Und das ist dann auch wieder eine Chance, den frischen Käse so bei uns zu beziehen. Neben Baselbieter Käse gibt es Veggie-Käse aus Kuhmilch, Schafmilch, Ziegenmilch und Büffelmilch aus 7 Kantonen in der Schweiz. In diesem Laden kann man individuelle Käseplatten zusammenstellen und es gibt weitere lokale Spezialitäten und Geschenkartikel zum Thema Käse und Feinkost. Wer arbeitet rund um einen Veggie-Käse? Wir sind eigentlich ein ganz riesiges Team mit unseren Lieferanten zusammen von diesen 7 Kantonen. Sie alle können einzeln besuchen vor Ort. Wir haben Käserei anschauen. Wir dürfen die Familie kennenlernen, die uns die Käse zuliefern. Aus diesem Grund ist es schon wie eine kleine Familie, eigentlich, wo man sagt. Und man kennt sich persönlich. Ich weiss, woher der Käse kommt. Ich weiss, von welcher Familie es kommt. Ein weiteres Familienmitglied ist fleissig am Einräumen, Ordnen und Büscheln für die bevorstehende Eröffnung. Familienmitglied von mir heisst Dilek Elmas Erbasch und sie steht immer an der Seite von mir und ist jetzt auch bei mir und hilft schon fleissig weiter, dass die Eröffnung auch gut stattfindet. Trotz nicht immer optimalem Wetter hat sich ganz Asch am grossen Asch Weihnachtsmarkt getroffen. Die Atmosphäre auf dem Platz bei der katholischen Kirche war sehr schön und die diversen Zusatzaktivitäten wie Konzerte oder Santigläus sind sehr gut angekommen. Bierstadt TV Asch hat ein paar Impressionen eingefangen und lässt jetzt die Bilder reden.